Moin Leute, willkommen. Jappos T-Shirt. Heute geht es um dieses hier. Na, sind wir hier im Bild? Da. Face Tracking ist on. Aber kann man sehen, ne? Gut. Hier nochmal die Aufklärer-Version. Ja, es geht wieder mal um meine Lieblingsstadt. Und zwar Bochum. Und ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich lebe ja eigentlich schon viel länger nicht mehr in Bochum, als ich in Bochum gelebt habe. Ich habe da von Mitte 90 bis Mitte 2000er. Ne? Aber es ist trotzdem eine coole Stadt. Ich gehe da immer wieder gerne hin. Und wie der Don immer so sagt, du kommst nicht in Urlaub, du kommst nach Hause. Ne? So, und dabei, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich dann, wenn ich dann in Bochum unterwegs bin, so Gottumstraße, ne? Meiersche, dass ich immer wieder so Devotionalien von Bochum hole. Und da ist das T-Shirt auch mit dabei. Ne? Und das Schätzchen, das gibt es auch in Schwarz. So, das Ding nennt sich Skyline Bochum. Da gibt es auch eine Menge anderer von, aber das ist wohl das Aktuellste. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal versucht herauszufinden, wie gut ich dann über Bochum eigentlich Bescheid weiß. Und da ist mir aufgefallen, ich weiß ja gar nicht so gut Bescheid. Weil ich ja kein gebürtiger Bochumer bin und mit der ganzen Historie und so nicht so viel zu tun hatte. Obwohl, hey, ich komme aus dem Pott. Ne? Nordrand, mal, aber ich komme aus dem Pott. So, dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und ich gehe jetzt mal einfach hier von links nach rechts einfach mal durch, weil ich so rausgefunden habe. Und dann lasse ich euch dann teilhaben und blende dann entweder hier oder hier mal so ein paar Bilder ein, um das Ganze ein bisschen zu verbildlichen. So, also ganz links ist die Statue von dem Fritz Kottebusch. Und zwar ist der Fritz Kottebusch, das nennt sich Hirte mit Hund. Der ist von 1850 bis 1877, war das der letzte Kuhhirte in Bochum. Und er ist halt immer überall an Häuser vorbeigegangen, hat dann die Ziegen und die Kühe eingesammelt. Weil damals hat sich wohl auch jeder in seinem Ställchen da irgendwie so eine Küche, so eine Kuh oder so eine Ziege gehalten, von wegen Selbstversorgung. Hat die alle eingesammelt und hat die dann nicht auf Alm, aber wahrscheinlich eine Ruhe getrieben zum Grasen. Ne? Und da gab es auch schon diverse Statuen, Versuche. Eines zum Beispiel, die ist im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen worden, die erratet mal wofür, für die Waffenproduktion. Ne? So, ich muss zwischendurch immer hier auf meinen kleinen Teleprompter gucken. So, dann daneben ist Sankt Maria. Das ist ja eine Kirche, ne? Und 1860 bis 72 erbaut. Ist natürlich 43, hat sie auch einen auf den Kopf gekriegt und ist ausgebrannt. Wurde dann 53 wieder aufgebaut. Und 2002 hat dann irgendwie hier, wie heißt das, Hauptsitz Essen für die Kirche. Die haben dann beschlossen, brauchen wir nicht, machen wir dicht. Ne? Oh, schon das Ding ein paar Jahre leer. Und dann wurde das dann renoviert. Und das wurde dann mit in das neue Musikforum Ruhr mit einbezogen. Das wurde 2016 eröffnet. Da ist jetzt auch daneben so ein Neubau. Ne? Und ja, jetzt haben die Bochumer Symphoniker endlich zu Hause. Weil vorher mussten sie immer unter der Brücke proben. So, danach haben wir das Audimax von der Uni. Muss mal kurz hier ein bisschen höher machen. Ja, die Uni in Bochum ist die erste neue Uni in der Bundesrepublik. Also es gibt nicht nur alte Universitätsstädte mit Geschichte, sondern auch eine neue. Und es ist Bochum die erste gewesen. Ne? Und die ist auch bekannt als Pendler-Uni, weil aus dem ganzen Einzugsgebiet vom Ruhrgebiet, von Bochum im Ruhrgebiet, da kommen die Leute meistens zur Uni gefahren und gehen dann abends wieder zurück. Die wohnen also nicht unbedingt alle in Bochum. Hätte man vielleicht auch gar keinen Platz für. Naja, egal. So, nächste Ding ist die Jahrhunderthalle. 1902 gebaut vom Bochumer Verein. Der Bochumer Verein, der taucht jetzt noch ein bisschen öfter aus, das ist einfach ein Zusammenschluss aus Kohle und Stahl. Ne? Alle möglichen Firmen, Konsortium, Konzern und die haben dann da die Halle aufgebaut. War erst für eine Gewerbeausstellung gedacht,
Dann wurde es eine Gebläsehalle für die Hochöfen und irgendwann ist er halt, ne, wie nennt sich das schon, so schön Strukturwandel zum Opfer gefallen und dient jetzt eigentlich seit 2002 nur noch kulturellen Zwecken, Veranstaltungen. Da gibt es da Steiger Award, 1 Live Krone, Europäischer Filmpreis, solche Geschichten halt. So, dann geht's mal weiter. Schauspielhaus Bochum. Ja, das ist ein Ding mit Tradition. Ne? 1907, 1908 gebaut, wurde dann 44 von den Briten platt gemacht. 51, 53 Wiederaufbau und ist eines der Top 4 Schauspielhäuser in Deutschland. Da ist Bochum auch wieder ganz oben dabei. Ich nehme mal einfach so ein paar Namen: Herbert Grönemeyer, Dieter Krebs, auch der Hennes Bender. Ne? Armin Rohde, Stefan Orlak, Dietmar Bär, Christine Kaufmann, Marie-Louise Marian und vor allen Dingen hier das Original aus Robo, die Tana Chansara. Ne? Haben wir alle gespielt und noch viel, viel mehr. Wer nochmal checken will, geht mal einfach Wikipedia, Schauspielhaus Bochum, da werdet ihr sehen, wer da alles schon aufgetreten ist und da engagiert war. So, Bergbaumuseum. Ja, größtes Bergbaumuseum der Welt. Ist Bochum wieder Nummer 1. Ne? Die Anfänge, die haben schon 1860 gab es schon die ersten Anfänge von dem Bergbaumuseum. Nach dem Krieg, na klar, irgendwie fängt alles nach dem Krieg an, ist es wieder eröffnet worden. 1973, 74 ist das Gerüst der Zeche Germania aus Dortmund dahingestellt worden. Ne? Also Dortmunder Förderturm auf dem Bochumer Bergbaumuseum, also offiziell natürlich deutsches. Ne? Und ja, zechenmäßig kann ich mich, da habe ich gar nichts. Also ich habe gelesen, es gibt, da hat man 59 Hauptzechen gegeben und die einzige Zeche, zu der ich ein bisschen Bezug habe, ist Zeche Konstantin, weil da habe ich mal gewohnt und da stand auch noch ein so Backsteingebäude. Sonst habe ich mit den Zechen da, ich glaube, wann war die letzte Zeche, die hat 73 dicht gemacht. Ne? Aber das Schöne ist, im Bergbaumuseum, da kannst du im Steigerzimmer sogar heiraten. Also für jeden, der sich unglücklich machen will, Steigerzimmer, ne? Als richtigen Pütti. So, was haben wir noch? Planetarium. Hier wieder. Erstes Großplanetarium der Nachkriegszeit. Bochum wieder ganz vorne dabei. 1964 gebaut. Ne? War ich auch einmal drin. Und ja, macht Spaß. Auf jeden Fall. So, dann haben wir die neueste Attraktion in Anführungsstrichen. Das ist offiziell heißt es Exzenterhaus. House. Ich würde es ja eher die Kurbelwelle nennen. Oder die Nockenwelle. Da haben sie auf dem Bunker an der Unistraße, haben sie einfach mal irgendein Architekt nochmal schön draufgehauen. Und 2013 ist das fertig geworden. Ja, kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen. Ist. Frag mal die Leute, die im Schatten von diesem Ding jetzt wohnen. Ja, und dann kommt das größte Mysterium jetzt. Und da habe ich echt ein Problem, rauszufinden, was das ist. Also, ich habe erstmal auf Wikipedia nachgeguckt. Es gibt, glaube ich, 40 Kirchen in Bochum. Und ich habe nicht rausgefunden, welche Kirche dieses ist. Ich habe sogar beim Touristenzentrum in Bochum angerufen, habe mal nachgefragt und die waren sich nicht sicher. Ne? Zwei heiße Kandidaten sind mir vom Touristenzentrum empfohlen worden. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Also wenn einer weiß, was das für eine Kirche ist, haut sie in die Kommentare rein. So, der erste Kandidat ist die Propstei Peter und Paul. Das ist die älteste Kirche in Bochum und die war bis 1655 auch die einzige Kirche in Bochum. Die Anfänge dieser Kirche, die haben wahrscheinlich schon so um 800 waren die schon. Dann ist im 11. Jahrhundert, ist das, die war wohl vorher im Holzgebäude, vermute ich mal. Im 11. Jahrhundert ist daraus ein Steingebäude geworden. Die ist dann 1517 abgebrannt, 1547 wieder aufgebaut worden. Natürlich ist hier im Krieg auch wieder platt gemacht worden. Und ist 1959 rekonstruiert worden. Also die älteste Kirche Bochums ist eigentlich gar nicht so alt. Ne? So, zweiter Kandidat,
Das ist die Christuskirche am Platz des europäischen Versprechens. Ich nenne sie auch gerne die Gedächtniskirche Bochums, weil da sind Ähnlichkeiten auf jeden Fall vorhanden. Es steht nur noch der Glockenturm und hintenrum haben sie dann irgendwie so einen Architekt, der hat dann da in den 50er Jahren hat da irgendwie so eine tolle neue dahin geknallt. Und ja, wie 1877 ist sie erbaut worden. Natürlich im Krieg alles wieder kaputt gemacht worden. Ne? Ein Vorteil hat das Ding gegenüber der Gedächtniskirche in Berlin. Unser Turm ist noch ganz. Und bei euch ist er kaputt. Ne? So, dann haben wir als nächstes Rathaus. Ich muss aber wieder ein bisschen vorspulen hier. Oh, gehe ich aus dem Bild raus, wa? Ups, da sind wir wieder. Rathaus. Also dieses Rathaus 26, 1926 wurde das begonnen zu bauen. Ist 31 fertig geworden. Und das scheint wohl im Krieg nicht so viel abgekriegt zu haben. Glück gehabt. Die Glocke, die davor ist, ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen. Die ist auch vom Bochumer Verein gestiftet worden. Das ist die Glocke, die 1867 die Weltausstellung in Paris eröffnet hat oder zumindest den deutschen Teil der Ausstellung. Und auch das Glockenspiel, was jetzt in dem Rathaus drin ist, ist ein Geschenk vom Bochumer Verein. Ne? So, danach haben wir den Hauptbahnhof. Was gibt es denn da zu sagen? Also der alte Bahnhof, der war vorher ein paar hundert Meter weiter an der Königsallee. Der ist natürlich auch nach dem Krieg platt gemacht worden oder während des Kriegs platt gemacht worden. Und dann haben sich gesagt, die Leute, komm, wir bauen einen neuen Bahnhof. 55 bis 57 hat es gedauert, dann war er fertig. Und wenn man sich überlegt, dass von 2004 bis 2006 wurde der Bahnhof nur renoviert und hat so genauso lange gedauert, wie den Bahnhof neu zu bauen. Ne? War echt eine eklige Baustelle, muss ich sagen. So, und dann kommen wir. Moment. So, jetzt mal wieder ein Bild. Letzte Ding ganz auf der rechten Seite ist natürlich Ruhrstadion. Hat auch schon mehrere Male den Namen geändert. Die Ausfahrt heißt immer noch Ruhrstadion. Von der 40. Ne? So, da spielt der VfL Bochum. Früher hieß er TuS Bochum, hat irgendwie auf einer Wiese gespielt vorher, die sie von Bauern gemietet haben. 21 wurde das erste Stadion gebaut. Und 76, 79 wurde das Ding umgebaut. Und eigentlich wollten die da 50.000 Leute reinpacken. Überleg dir das mal. 50.000 Leute. Und dann wurde da rummodifiziert und rummodifiziert. Und dann sagst du, komm, knapp 30.000 reichen auch aus. Und ja, das erste Spiel war sogar ein Lokalderby gegen Wattenscheid. Ne? Und ich habe jetzt weiß ich gar nicht, haben die gewonnen oder verloren? Weiß ich nicht. So, das ist auf jeden Fall der Aufkleber. Und das finde ich, den finde ich, oder das T-Shirt. Das T-Shirt, die Serie heißt ja mein T-Shirt. Ich habe da auch Magnetschildchen von. Die müssen auch mal eine Tasse holen. Ne? Und ja, Bochum ist in einer Menge Dinge Nummer 1. Bochum ist die coolste Stadt überhaupt. Ne? Gehe ich ja demnächst wieder hin. Also in Urlaub, nach Hause. Ja, das ist Bochum. Kann ganz schön was. Oh, Bochum. Ich komme zwar nicht aus dir. Aber trotzdem, du bist in mir. Reingehauen, Leute, bis zum nächsten Mal.